Weltcup TV Oberhof mit Katrin und Sabrina. So, wir sind jetzt hier im Wachstrakt der deutschen Biathlon-Mannschaft und haben mal den Patrick hier und der wird uns jetzt einige Fragen beantworten. Patrick, draußen sind ja ziemlich nasse Bedingungen. Was sind denn da jetzt die Besonderheiten bei so einem Ski, bei so nassem Wetter? Also grundsätzlich muss man erstmal einen sehr groben Schliff wählen, um so viel wie möglich Wasser abzutransportieren. Eine grobe Struktur braucht man und entsprechendes Wachs natürlich, was für die nassen Bedingungen konzipiert ist. Die drei Komponenten muss man bestmöglichst kombinieren und dann hat man auch einen guten Ski beisammen. Okay, und wie viele Ski hat denn jeder Athlet von der deutschen Mannschaft dann so dabei über den Winter? Im Schnitt liegt man da so bei 24 Paar, die aufgeteilt sind in drei Bereiche. Im Einserbereich sind die kalten Ski für kalte Bedingungen, Zweierbereich so für die Übergangsbedingungen, 0 Grad in dem Bereich und dann alles, was wir heute brauchen, ist der Dreierbereich, also alles, was nass ist und warm, genau. Okay. So, mich würde jetzt natürlich noch interessieren, wie erfolgt denn eigentlich jetzt die Auswahl des Skis? Die Auswahl erfolgt so, dass wir am Trainingstag mit den Sportlern, also jeder Techniker hat drei Sportler, für die er verantwortlich ist, geht mit denen am Trainingstag raus, macht eine Grobauswahl und dann am Wettkampftag geht der jeweilige Techniker nochmal mit seinen Sportlern raus, hat in der Regel 4 bis 6 Paar Ski dabei und dann wird da zusammen der beste Ski ausgewählt. Okay, jetzt ist es ja so, dass ein Grundwachs draufkommt und noch ein Finishwachs meistens und dann noch eine Struktur. Wie lange dauert das denn jetzt, bis so ein Wettkampfski endgültig fertig ist? Wie viele Minuten, Sekunden, keine Ahnung? Alles in allem liegt man da ungefähr bei 45 Minuten pro Paar. Und deswegen seid ihr ja auch so viele, oder, im Wachstag? Genau. Es wird halt sequenziell abgearbeitet, also der eine macht die Arbeit, der nächste macht dann den Step und der letzte macht dann die Finalpräparation und dann hat man da in Summe vielleicht eine Stunde ungefähr, bis man alle 6 Paar Ski präpariert hat. Okay. Was passiert jetzt, wenn es jetzt anfängt zu schneien? Wenn es jetzt kälter werden würde und zu schneien anfängt, fangt ihr dann hier an zu rotieren? Aber wie ich höre, habt ihr ja auch ständige Verbindungen nach unten ins Stadion, oder? Also wenn sich jetzt die Wetterbedingungen ändern, müssen wir natürlich dementsprechend reagieren. Da müssen wir dann halt auf unsere Erfahrung vertrauen und dann den entsprechenden Ski aus dem Regal ziehen, den wir brauchen. Und da müsst ihr schnell sein. Und da müssen wir ganz schnell sein. Genau. Gut, das war's eigentlich schon. War's schon. Gut, Patrick, danke. Dank. Und viel Glück noch für die nächsten Tage, gell? Danke. Tschüssi. Weltcup TV Oberhof mit Katrin und Sabrina.